Jo Leute, und willkommen zu einem weiteren Auf Deutsch, die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. Jo Leute, und willkommen zu einem weiteren Spieltag in der X-League. Heute geht es gegen Juli gut. Das Teambuilding habe ich schon vor einer kleinen Weile, letzte Woche oder so, als Live-Teambuilding hochgeladen. Falls ihr das Team genau sehen wollt, schaut euch das am besten an, falls ihr die Zeit nicht habt. Wir sind ein Mega Scaraborn, ein Walband Despota, ein Choicebacks, Tabulele, ein Stealth Rock, Crown Drum C, Sword Stance, Exit Drill, sehr interessant. Es kann halt auf plus 2 mit Crown Drum C alles killen, weil sie nicht mit Ironhide killen kann. Und deswegen sehr viel Zerstörung hinterlassen. Oder halt die Walks legen, die auch recht gut sind in dem Match. Dann haben wir ein Specs Rotom Heat, Doppel Specs und ein Life Orb Starmie. Wir leaden in dem Match mit unserem Scaraborn, weil ich mir überlegt habe, ich muss eigentlich zu Beginn ein Mon haben, was 1v1 gegen dieses QMB gewinnt, weil dieses QMB einfach so ein Problem ist, damit ich dem nicht direkt schon einen Kill gebe. Und Scaraborn war da eben gut geeignet, weil es auch gegen viele andere Mons ein gutes Matchup hat. Und die, gegen die es kein gutes Matchup hat, sind Hitmontop und Zubiris, die sind beide recht passiv. Wäre also nicht das größte Problem, könnte ich Lele bzw. Rotom reinwerfen. Also wie schon gesagt, wir leaden hier mit unserem Scaraborn. By the way, die Spitzern spielen alle darauf an, dass er in seinem Team einen Victini hat, was ich wirklich nicht unbedingt gegen mich gesehen habe, weil ich viel gegen Victini habe. Und ich habe hier gesehen, okay, er leadet mit Stunkfist, habe am Kalk gesehen, okay, 5 Bullets, die wir da durch unsere Fähigkeit garantiert kriegen, reichen aus, wenn er nicht mega speziell defensiv ist, also physisch defensiv meine ich komplett. Und das war er nicht, beziehungsweise wir haben die Roll getroffen und direkt Kill First Turn für uns, fängt ja schön an. Dann Hitman Top, da möchten wir auf jeden Fall nicht drin bleiben, weil das Tag kann Aerial Ace lernen. Wir gehen raus in unser Tabulele und er pullt einen Double Switch in sein Mega Sherox. Und die Sache ist die, ich könnte jetzt drin bleiben und HP Fire drücken. Das reicht sehr wahrscheinlich aus, aber Tabulele ist hier mein alles zerstörender Wallbreaker so gesehen und kann auf jeden Fall dieses Team zerlegen. Und wenn er komplett speziell defensiv ist, also volle KP, volle Spezialverteidigung, tankt er das garantiert und er kann uns auch ohne Angriffsinvestment mit Metal Claw aus dem Spiel nehmen, weshalb ich das nicht wollte. Und dementsprechend gehe ich hier auch raus in mein Rotom Heat. Das kann natürlich alles von diesem Sherox super gut aufessen, was eben auch noch so ein Argument war, das nicht zu riskieren. Und wir sehen ja schon, er drückt auch die Metal Claw, also wahrscheinlich war er sogar komplett speziell defensiv. Wir drücken ja den Overheat, ich denke mal, er hat overpredicted, weil Sherox an der Stelle abzuwerfen wäre jetzt nicht so sinnvoll. Und er hat wahrscheinlich mit dem World Switch gerechnet und wollte mich mit U-Turn dafür punishen, weil ich eben schneller bin. Hat nicht für ihn funktioniert. In sein Curum kann ich jetzt am ehesten meinen Despota reinwechseln, weil es eben durch den Sandsturm einen guten speziellen Bulk bekommt und durch das Wahlband es one-hitten kann, dieses Alfred, dieses QMB. Wir sehen jetzt die Earth Power und ich dachte mir, okay, wenn er Focus Blast spielt, kann er uns potenziell rausnehmen, aber dafür muss er Focus Blast spielen und treffen. Icium C hätte uns auf der Range auch killen können, aber alles andere nicht. Und ich hatte den Eindruck, er braucht die Slots, weil er möchte Ironhead spielen, um Lele super gut zu treffen, Ice Beam, um viele in meinem Team zu treffen, Earth Power für Rotom Heat und Fusion Bolt für Starmie. Und ja, da war der Slot nicht da und zum Beispiel. Aber schauen wir mal, was passiert ist. Er hat den Focus Blast. Ich weiß jetzt nicht, für welchen Move. Vielleicht für Ironhead. Weil er trifft der Lele auch ganz gut mit Eis. Aber er misst. Und wir nehmen ihn hier mit Superpower raus. Was sehr lucky an der Stelle für uns ist. Aber wir hätten trotzdem, wir wären zumindest trotzdem in einer guten Position gewesen. Gerade weil jetzt Stalobo reingekommen wäre, war es ziemlich viel Work hätte machen können. Ich meine, wir hätten uns gegen das Will-O-Wisp von dem Sableye gegen es dienen können. Und hätten dann noch, ich glaube, 3 Runden Sand gehabt oder 2 oder so. Und Crown Drum C erstmal raushauen können, Kill holen. Ironhead natürlich auch für das QM oder direkt Crown Drum C, vielleicht sogar das Sableye auf dem Switch. Also wir hätten mit Explode dann Work machen können. Er hat jetzt hier sein Explode Er hat sein Explode reingeholt. Und wir unser Lele.
Beziehungsweise gehen wir nochmal zurück zu der Stelle, wo ich nicht mehr direkt auf das Match eingegangen bin. Also er misst den Focus Blast. Das ist sonst ein bisschen verwirrend jetzt, weil ich würde gerne auch auf die Turns eingehen. Ich hätte pausieren sollen, tut mir leid. Ich nehme ihn hier mit Superpower raus. Soweit hatte ich noch mit kommentiert. Dann holt er sein Capoeira rein, was wir jetzt gleich sehen, weil das super gut für uns zu handeln ist. Nein, weil es super gut dafür da ist, unser Tita zu handeln. Wir können ja in unser Lele rausgehen. Er doubled in sein Explode, weil das das einzige Mon in seinem Team ist, was keine Schwäche dagegen hat. Und ein Scarf-Set zum Beispiel würde er im 1v1 besiegen oder Z-Move, wenn ich den Z-Move nicht raushaue, aber ne, das ist so gesehen das einzige Mon, was potenziell noch gegen Lele gewinnen kann. Aber weil wir Specs sind, können wir dieses Explode einfach one-hitten und ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, okay, mein Specs resetten, zweimal Moonblast drücken, gewinn. Und eigentlich geht es jetzt nur noch darum, wie hoch ich gewinne. Ich habe noch andere Möglichkeiten zu gewinnen, mit Starmie zum Beispiel oder Rotom Heat kann auch noch ein bisschen was machen. Deswegen kann ich ja auch versuchen, auf das 6-0 zu spielen, was ich an der Stelle auch mache. Ich werfe meinen Rotom Heat hier gegen das Sableye rein. Er schlägt mir das Specs ab. Und damit ich nicht 5-0 gewinne, sondern eben 6-0, opfere ich ja meinen Rotom Heat nicht, sondern drücke Wall Switch, mache schon mal einen schönen Chip auf das Sableye, der absolut wertlos ist, weil ich die sowieso mit Moonblast one-shotten kann. Ich kann ja meinen Tapu Lele wieder reinholen. Er kriegt nochmal einen Knockoff auf meinen Tapu Lele, weshalb ich meinen Specs verliere. Und ich kann aber mit Moonblast mir jetzt meinen Kill holen. Also Capoeira ist kein Switch und ich outspeed das auch, das kann keine Prio drücken. Wegen Psychic Terrain und Sableye droppt an der Stelle. Allerdings hört jetzt mein Psychic Terrain auf, wir sind auch nicht mehr gespaxed, weshalb wir mit Psychic weniger Schaden machen als mit Moonblast. Ich drücke gegen dieses Hitmon Top Moonblast, das tankt und es kann uns mit Aerial Ace nicht rausnehmen, weil es defensiv ausgelegt ist und da einfach die Power hinter dem Aerial Ace fehlt. Er hat ja auch nicht Techniker, sondern Intimidate, weshalb das auch nicht geboostet wird und wir können hier mit einem zweiten Moonblast rausnehmen und gewinnen dieses Match hier mit 6-0. Der Focus Blast Dodge war auf jeden Fall lucky, aber wir hätten es wahrscheinlich mit, ja, an sich trotzdem mit Lele oder eben mit Mega Scaraborn, was ich da hätte reinholen können und irgendwas drücken, was ich möchte. Oder mit Exitrill, was ich da hätte reinholen können. Mit irgendwas hätten wir auf jeden Fall dieses Curum an der Stelle noch handeln können. Wahrscheinlich Exitrill, weil den Sand hätte ich ja nicht nochmal rausbekommen. Also wir hätten nicht gegen das Curum verloren an der Stelle. Wir hatten ja auch noch Starmie, um das zu revenchen. Wenn wir etwas Chip bekommen hätten durch Sand und Lorb oder so. Und dementsprechend hätten wir wahrscheinlich dieses Match trotzdem gewinnen können. Man kann es natürlich nicht sagen, weil man weiß nicht, ob Yuli uns outplayed hätte. Oder ob wir irgendwas Dummes gespielt hätten, ob irgendein Set hätte, um uns zu überraschen oder irgendwas. Also ist auf jeden Fall lucky, dass wir es gedodged haben. So ist es eben 6-0 geworden. Der Kampf gegen Siren, den habe ich leider nicht hochgeladen wegen Zeit. Den haben wir auch gewonnen, 3-0. Haben wir hauptsächlich gewonnen, weil wir einen Focus Blast gedodged haben. Auch da, auch mit Despotar. Denn Despotar, den reicht das. Kann man sagen, okay, super lucky, zur Hinrunde habe ich aber zwei Matches verloren, weil am Ende, wo es safe war, dass ich gewonnen hätte, mein Overheat daneben gegangen ist und mich das Match gekostet hat. Also zweimal in verschiedenen Matches, zwei Matches dadurch verloren. Das sind so gesehen Ausgleich-Hacks, kann man sagen, zumal Focus Blast Matches deutlich wahrscheinlicher sind. Und bei dem Kampf gegen Siren war es so, dass wir uns nicht ganz sicher waren, wahrscheinlich hätte Siren es geschafft, den Kampf dann noch zu gewinnen, aber man kann es nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Auf jeden Fall haben wir beide Kämpfe gewonnen, stehen deswegen jetzt ganz gut da. Nächstes Mal geht's gegen Yanplays Nintendo. Der Kampf fand auch schon statt, aber ich sage nichts dazu. Und wenn ihr es sehen wollt, solltet ihr am besten abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.